pounds of coffee. And same thing, during the whole stay in Veracruz, we're not allowed to step ashore. So from there, carried on to, well, into the Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico was mainly adverse winds, let's say. So it took us 26 days to pass Florida, and altogether 52 days to reach the Azores, where we were the first time allowed since leaving the Canary Islands to step ashore. And that only after a corona test. I mean, we've been at sea for 52 days, the best kind of quarantine that you can imagine, but the authorities insisted we had to take a test first. So after that, we went straight to Hamburg. Not really straight, all the way around the north of Scotland, because that was the best area for the wind. And finally ended up in Hamburg. In Hamburg, everybody left the ship. And since end of July, we are now here in Hamburg-Harburg, preparing for the next voyage. This is why I'm not going to take part in the next panel either. I'm sorry, but I have to go back to the ship. We have some surveys and inspections today. And yeah, we're taking care of that to be able to sail again on the 10th of October. If any one of you is interested to have a look at the ship, you're most welcome to come around and, well, look around. Anyway, we should not make the mistake that with just, well, advancing technology, we can carry on as usual. We shall find ways to carry on business as usual. By reducing emissions, to be able to carry on pursuing growth and profit, that's a milkmaid calculation. It doesn't work. We have to do more than that. You know, for the last 100,000 years or more, ever since we settled down, we have started to, well, the humans, we have created, or rather, we have shaped the world in a way that it suits us most, with more or less neglecting everybody else. You know, all the other creatures in the world, they had to step back, and we did what we found most profitable for ourselves, and profitable in both ways, profitable in our comfort, and profitable, of course, in means of monetary profit. So, and now we're reaping the results of that. We can see that all around us now. But, you know, we cannot stop the rise of temperatures and environmental destruction with technology alone. I mean, technology has brought us growth, wealth, prosperity. Without technology, we would probably still live in caves. But technology has also brought us into the position to cause all that damage to the environment that we can feel around us now. So we have to do more than just embracing technology. We need to stop over-exploiting the limited resources of the world. And that will inevitably mean that we, well, particularly those around here who are, well, making their living by the shipping industry, that we will have to check and reduce our consumption. We'll have to embrace local resources, local production. And that, well, as I said, as much as you, most of you live from the shipping industry, that will inevitably mean that we will have to carry less cargo. And carrying less cargo will also mean less pollution. Of course, we need to embrace technology. Technology is a vital part of it. But we can only succeed if we not only change that, we have to change our minds. You know, we have to change our economy and the whole society in a way that all can benefit from it. We don't need to understand that we are only part of an extremely fragile and difficult system called nature. And, well, we have to act accordingly. That is very important. And that means, like I said, well, like I always say, we need radical change. And you are part of that solution. We are all part of that solution, both individually and as corporate entities. We as individuals can do something, and we as companies can do something. We can do a lot. So we of the shipping industry do our part by embracing technology and advancing technology. But it will take strong political action as well. And action, not just political intentions, but it's political action. And that will, in the end, lead to a change of society and economy that we will all be able to benefit from it, and that we can all live together peacefully and according to our proclaimed ethical values, not just talk, but act accordingly. So, as a solution lies in ourselves, it lies in you and me. And I hope this panel will bring us news, as well as controversial and consensual discussions. And I hope it's going to be very interesting for you. And with this, well, I will hand back the microphone and, well, wish you all a fruitful SeaCon 2020. Thank you very much for your attention. Well, thank you very much. Thank you very much, Cornelius and Annika. Now,
start the panel. Oh, thank you very much, Annika and Cornelius. And now we're going to start the first panel. Or is there anything else you have to say? No. No, wonderful. Thank you very much. Then the first panel will be, also jetzt fange ich auch schon an, Englisch zu sprechen. Also, das erste Panel wird also geleitet von Wolf Scheder-Beschin. Es geht um Decarbonization in Logistics and Maritime. Herr Beschin ist Geschäftsführer der WSB Beteiligungsgesellschaft. Und wo ist er gerade? Ich glaube, wird er verkabelt? Ach, dort ist er. Ich bitte Sie auf die Bühne. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Und Sie werden alle weiteren Teilnehmer dieses Panels vorstellen. Vielen Dank. Ach so, Mikrofon brauchen Sie hier vorne. Nein, 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 nicht. Das dürfen Sie nicht anfassen. Den Kabel oder? Ja. Annika? Ich würde gerne, guten Morgen zusammen, mein Name ist Wolf Scheder-Beschin. Ich würde gerne die anderen Panelisten gleich schon mal mit nach oben bitten, damit wir dann direkt loslegen können. Monique, Otto, Herr Guntermann, Annika, du kommst auch nach oben und dann haben wir noch den Dirk Lehmann. Da ist er. Sehr gut. Gut, ich fange schon mal an. Klicker für die Präsentation. Der Klicker für die Präsentation. Wer hat den? Ist das der Klicker? Den brauchen wir jetzt. Okay. Das ist ja grün vorwärts, ja gut, danke. So, jetzt geht's los. Also, herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Wolf Scheder-Beschin. Und das Thema heute auf dem Panel ist Decarbonization in Logistik und Maritim, also CO2-Reduktion in der Schifffahrt auf Deutsch. Und eigentlich hat Annika alles schon gesagt, was ich sagen wollte, also vielen Dank. Nur kurz zusammengefasst, weltweit der CO2-Ausstoß in der Schifffahrt ist fast 1 Milliarde Tonnen. Das sind, wie gesagt, 3% des gesamten CO2-Ausstoßes, weltweit mehr als in Deutschland. Und das ist natürlich ein Problem und das werden wir heute diskutieren. Noch eine andere Zahl, der CO2-Ausstoß der Schifffahrt nur in Deutschland ist größer als der CO2-Ausstoß von den PKWs in den 10 größten Städten. Also wir reden hier wirklich über signifikante Größen. Mhm. Und während die Autohersteller stark reguliert werden von der Bundesregierung, ist in der Schifffahrt noch relativ wenig reguliert. Es gibt die IMO, International Maritime Organization, die hat 2018 einen Strategieplan entwickelt mit dem Ziel, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 40% zu reduzieren, bis 2050 eben um 50%. Langfristig soll der auf null runtergefahren werden. Das ist gut. Allerdings, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann passiert das Gegenteil. CO2, der letzte Report von der IMO sagt, dass eben der CO2-Ausstoß zwischen 2012 und 2018 gestiegen ist und nicht gesunken ist. Das liegt vor allen Dingen daran, wie der Vorredner gesagt hatte, die Transportvolumen steigen und entsprechend werden mehr Schiffe eingesetzt und entsprechend wird auch mehr CO2 ausgestoßen. Das ist das Thema. Was ich auch noch sagen wollte, es gibt natürlich auch eine andere Seite. Diese Zahlen sind alle riesig. Auf der anderen Seite, in der Schifffahrt werden 90% der Waren werden per Schiff transportiert. Entsprechend sind wir sehr abhängig davon und daher kommen auch die großen Zahlen. Und vor allen Dingen, wenn wir den CO2-Ausstoß pro Tonne pro Kilometer uns anschauen, dann ist die Schifffahrt deutlich besser, als wenn wir uns zum Beispiel das Flugzeug anschauen oder den LKW. Das heißt, zu sagen, die Schifffahrt schaffen wir ab, dann, was dann passieren würde, dann würden wir auf dem LKW oder aufs Flugzeug umsteigen. Und das Gegenteil würde passieren, der CO2-Ausstoß würde sogar noch weiter steigen. Das sind die Themen, die wir besprechen werden jetzt in der nächsten Stunde. Annika hat sich schon vorgestellt, wir haben Monique Giese von KPMG,
Lars Lehmann von Becker Marine Systems, Otto Schacht von Kühne-Nagel und Kapitän Guntermann von Hapag-Lloyd. Herr Guntermann wird auch jetzt quasi anfangen von einem erfolgreichen Projekt, was Hapag-Lloyd in Kalifornien durchgeführt hat, im Bereich der Häfen, um dort die Häfen more sustainable zu machen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Mein Name ist Wolfram Guntermann von Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd betreibt 239 Schiffe, ist die Nummer 5 weltweit. Wir wohnen da im Ballindamm seit über 170 Jahren. Den Impulsvortrag, ich werde dann auch gleich wie mein Vorredner auf Englisch schalten, weil es ja ein International Streaming ist. Die IMO Greenhouse Gas Reduction Targets beinhalten unter anderem auch als Short-Term-Measure Landstrom. Das hat Frau von der Leyen, als sie den Green Deal am 11. Dezember 2019 angekündigt hat, auch aufgegriffen. Onshore Power Supply für die europäischen Häfen. Wir sind als Hapag-Lloyd bei der Europäischen Kommission im ISSF, das steht für European Sustainable Shipping Forum, engagiert, auch in verschiedenen Arbeitsgruppen. Und wir hatten am 17. Dezember unsere Arbeitsgruppe in Brüssel für Alternative Power for Shipping. Und da habe ich dann gleich gesagt, dann spreche ich doch mal über Onshore Power in Kalifornien. Um es vorwegzunehmen, yes, we can. Kalifornien, ja, man denkt dann vielleicht an Baywatch, aber keine Angst. Soll ich in Englisch weiterfahren? For the sake. Deutsch ist in Ordnung. Wenn Sie Englisch reden möchten, ist das auch in Ordnung. Ja. Ich werde hier nicht über Baywatch reden, aber das ist so die Public Perception, die man von Kalifornien hat. Nee, Kalifornien ist tatsächlich ein Rollenmodell, was Umweltschutz angeht. In den USA definitiv der Vorreiter. Schwere Gesundheitsschäden in Los Angeles, Long Beach, schlechte Luftqualität haben zu der lokalen Gesetzgebung geführt und unter anderem auch die Schiffe zu regulieren für Landstrom. Landstrom, also in den großen Häfen, Oakland, Los Angeles, Long Beach, wo die Schiffe ans Netz müssen. Und zwar ist es mandatory seit 2014, dass 50% aller Schiffe ans Netz gehen müssen. Hier ist der Feldversuch unserer Dallas Express, 4400 TEU-Containerschiff. Und schauen Sie nach Steuerbord 8 an, da steht unter den orangen Hapag-Lloyd-Container ein weißer Container. Das ist eine gemeinschaftliche Entwicklung mit dem Hamburger Unternehmen SAM, was jetzt an Wärtsilä übergangen ist. Da hängen an einem Kabel zwei rote 6,6 KV-Kabel raus, die lotrecht, ich betone lotrecht, zum Terminal Vault führen. Das war der erste successful Test und es geht also darum, 6600 Volt aus dem Landnetz mit 60 Hertz zu übernehmen, aber auch eine Transformation an Land vorzunehmen. Ich kann hier nicht über Zahlen reden, aber wie Sie sich vorstellen können, ist das nicht kleines Wechselgeld, die Investition pro Schiff, die ich da tätigen muss. Das waren also die ersten Schiffe, wir hatten dann einen Dienst, einen sogenannten Dreikontinentdienst, die in Kalifornien ans Netz gegangen sind ab 1. Januar. Das ist sukzessive weiter gesteigert worden. Wo wir darauf achten müssen, ist die Einhaltung internationaler Standards. Das ist also nicht, ich bleibe jetzt mal in den USA, dass man mit einem 220 Volt Föhn in die USA fährt, aber da habe ich 110 Volt. Es muss kompatibel sein, es muss international kompatibel sein, das ist der letzte Spiegelstrich, für die Standards, die auch die Volksrepublik China übrigens übernommen hat. Das ist sehr wichtig, dass ich überall stecken kann. Die Regularien haben eine Steigerung vorgesehen. Seit 1. Januar waren es dann sukzessive 70%. Dann sind wir auf 80% hochgegangen. Das California Air Resources Board hat dann eine Gesetzesvorlage gemacht, 100% anzuschließen ab 2021. Die Entscheidung ist vor 3 Wochen gefallen, dass man es erst 2023 umsetzen kann. Aber wir sind da durchaus auch mit den Schifffahrtsverbänden in sehr fruchtbaren Gesprächen mit den kalifornischen Behörden gewesen, um die Regularien noch besser und effektiver zu machen.
Jetzt komme ich mal zu den Häfen. Das ist hier der Hafen von Oakland. Und die Häfen müssen natürlich auch ein paar Dollar oder Euro oder was auch immer in die Hand nehmen. Wenn Sie da die Küstenlinie sehen, die schwarzen Punkte sind die Terminal Walls, wo ich anschließen kann. Ich kann aber in einem Containerhafen nicht alle 20, 30 Meter eine Steckdose haben. Erinnern Sie sich? Es muss lotrecht sein. Es darf kein horizontaler Zug auf den 6,6 kV-Kabeln sein. Also es sind keine Festmacherleinen, wo ich das Schiff mit anbinden kann. Das geht nicht. Das heißt, die ganze Terminal Vault Infrastructure muss gehen. Das heißt, wenn ich ein Schiff gesteckt habe, sagt das nur lange nicht, dass die Substations das alle wuppen können. Und Sie werden sich erinnern, die Situation in Kalifornien ist ja momentan sehr unglücklich mit den Waldbränden, auch mit der Power Shortage, das Governor Gavin Newsom angeordnet hat. Wir haben keinen Strom mehr. Die Schiffe sind jetzt exempt. Das ist also für das wirklich grauenhafte Wetter in Kalifornien, mussten die Schiffe nicht ans Netz gehen. Das heißt, nun haben wir den Vorschlag im Green Deal, Onshore Power Supply in den Häfen. Die Infrastruktur, und wir wissen natürlich auch, Häfen wie Hamburg, Rotterdam sind natürlich sehr ambitioniert, das umzusetzen. Die Infrastruktur muss aber sichergestellt werden. Und wenn die Kommission sagt, es müssen alle europäischen Häfen sein, dann sind das natürlich auch die kleineren Häfen. Wie erwähnt, es gehört auch zu den IMO Candidate Short-Term Measures. Das sind die Measures, die in London beschlossen worden sind von 2018 bis 2023, und wir werden ja gleich nochmal auf IMO kommen. Bedauerlicherweise ist ja IMO MEPC aufgrund der pandemischen Umstände verschoben worden. Es soll jetzt ein virtuelles Meeting im November erfolgen. Da sind einige Punkte zu beachten. Volksrepublik China hat auch jetzt in einigen Häfen wie Shenzhen Landstrom. Wenn aber die Regel ist nicht ganz so rigide wie in Kalifornien. Das heißt, wenn ein Schiff ausgerüstet ist, bitte stecken. Volksrepublik China war da auch sehr schnell mit der Einführung. Also das allererste Meeting in Kalifornien, was ich besucht habe, war während meiner Assignierung in den USA 2005, also von der Projektplanung bis zur ersten verpflichtenden Anschluss an Landstrom 1. Januar 2014. Das muss realisiert werden, und wir schlagen auch immer gerne vor, und das schließe ich auch unsere Marktbegleiter mit ein, schaut euch die Erfahrungen an, die wir in Kalifornien gemacht haben. Es ist bedauerlicherweise keine Übung, die man schnell machen kann. Es ist absolut effizient. Die Behörden haben in den kalifornischen Seehäfen definitiv eine Luftverbesserung feststellen können, und was wir natürlich auch bedenken müssen: Einerseits investieren wir in Landstrom, wir wollen aber auch in alternative Kraftstoffe investieren, die natürlich auch weiter zur Reduktion beitragen. Aber da kommen wir, glaube ich, vielleicht auch noch später im Verlauf drauf. Ich will die 5 Minuten nicht überziehen. Eine kurze Frage von mir. Ja. Das ist schön, ein super Projekt aus Kalifornien. Wann haben wir das denn in Hamburg? Müssen Sie die Menschen da fragen, in dem Haus. Okay, keine Antwort. Gut. Ich wollte jetzt noch zusätzlich begrüßen Christian Oldendorf, der auch auf dem Panel ist, aber online. Und können wir den mal hier zuschalten, damit wir ihn auch sehen? Hallo Christian. Oder hier muss ich wahrscheinlich hinschauen. Christian ist der Geschäftsführer von Amplifier und ist auch gleichzeitig Partner bei der Reederei Nord und wird hier auch beim Panel quasi hier größer als alle anderen live mit dabei sein. Das ist ganz lieb. Vielen lieben Dank. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich sehr gut hören. Genau. Gut, jetzt geht's weiter. Vielen Dank, Herr Gundermann. Ich gebe jetzt weiter an Monique Giese von KPMG, um die Sichtweise aus der Finanzwelt einmal zu hören. Mein Name ist Monique Giese, ich bin Partnerin bei der KPMG und leite international bei uns im Haus das Schifffahrtsnetzwerk. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel auch mit den Themen, die wir heute hier besprechen. Und
keine Sorge, ich will jetzt niemanden langweilen, wie toll wir sind, wie groß wir sind und wo wir überall vertreten sind, sondern eigentlich viel mehr darstellen, was wir eigentlich aktuell mit unseren Kunden diskutieren. Und dabei sind unsere Kunden eben nicht nur die Industrieunternehmen, sondern auch die NGOs, wie zum Beispiel die IMO. Ja, das erste Thema, und ich meine, wir sehen ja auch, der Druck kommt von allen Seiten. Der kommt von den Finanzierern, der kommt von den Kunden, der kommt auch von den Unternehmen. Und die große Frage ist dabei, was ist eigentlich der Wert, den Nachhaltigkeit für mein Geschäftsmodell bringt? Und da geht es nicht darum, ist mein Geschäftsmodell an sich werthaltig, also lebe ich in 10 Jahren noch, sondern vielmehr, wie kann Emissionsreduktion eigentlich zu einem Wert in meinem Unternehmen werden? Und ich kann nur sagen, aus unserer Perspektive, das wird wirklich heiß diskutiert und ist auf jeder Führungsebene angekommen. Und da geht es nicht nur darum, wie mache ich meine Unternehmensstrategie, sondern eben auch, wie kommuniziere ich und wie mache ich eine Risikobewertung. Dann immer wieder auch heiß diskutiert das Thema Regulation. Brauchen wir mehr Regulation, um eben den Klimaschutz voranzutreiben? Meine Antwort dazu ganz klar, ja. Die IMO hat sich dazu ja auch schon geäußert. Wir haben das Sulfur Cup bekommen, wir haben die Ship Design Regularien bekommen und jetzt ist die ganz große Frage, was ist mit CO2? Ich war im Februar in London bei der IMO und habe das mit denen besprochen und zum Thema Regularie CO2 war auf der Seite ehrlicherweise noch ein bisschen Schweigen. Wird diese Regularie kommen? Ja, sie wird kommen. Wann wird sie kommen? Also ich persönlich hoffe bald. Aber die IMO äußert sich dazu noch nicht. Eine Lösung, und das hatte Annika auch schon angesprochen, ist das Thema Emissionshandel. Es wird ja derzeit auf europäischer Ebene diskutiert, ob die Schifffahrt, die internationale Schifffahrt, in den Emissionshandel eintreten muss. Für alle die, die sich nicht damit auskennen, das bedeutet eben, dass eine gewisse Obergrenze gesetzt wird und dass man sich für diesen Emissionsausstoß eben Zertifikate kaufen muss. Um die dann, wenn man über diese Grenze hinauskommt, muss man sich halt auf dem Markt neue Zertifikate dazu kaufen. Wenn man drunter ist, kann man seine Zertifikate verkaufen. Heißt aber, dass da erhebliche Kosten entstehen, um eben diese Zertifikate zu kaufen. Ist das eine Lösung, die kommen kann? Aus meiner Sicht ja, allerdings nicht auf europäischer Ebene, sondern da muss eigentlich sich die IMO bewegen. Das kann nur eine globale Lösung sein. Das Thema Reporting und Compliance, also wenn wir über den Sustainability Report sprechen und es gibt nur wenige Unternehmen, die eigentlich verpflichtet sind, einen Bericht zu machen. Wir sehen aber den Trend, dass Unternehmen immer mehr dahin gehen und freiwillig reporten. Der Sustainability Report wird aus meiner Sicht das Nonplusultra sein, um eben diese ganzen Dinge und den Klimaschutz umzusetzen. Denn ohne den Report gibt es keine Fakten, können Banken nicht finanzieren und man kann halt auch nicht transparent kommunizieren. Das Thema Compliance habe ich bei der IMO auch angesprochen, denn ich kann überhaupt nicht verstehen, wie ein Sulfur Cup global implementiert wird, aber von den Sanktionen her in jedem Land anders behandelt wird. Das kann aus meiner Sicht nicht sein, denn es ist eine absolute Wettbewerbsverzerrung. Das Thema Financing, auch sehr, sehr wichtig, von zwei Perspektiven. Einmal das Thema Bankenfinanzierung, denn auch die BaFin, die Finanzaufsichtsbehörde, hat sich ja dazu geäußert und hat ein Merkblatt rausgebracht mit Guidance für die zukünftige Bankenfinanzierung. Und da steht ganz klar drin, dass Sustainability-Risiken hier in die Finanzierung eingepreist werden müssen. Und das bedeutet, dass Unternehmen, wenn sie Geld haben wollen von einer Bank, sich mit diesem Thema eben auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite ist ja auch, also einer muss ja, also Sustainability ist nicht günstig, einer muss die Rechnung am Ende bezahlen und ich glaube, ein Großteil wird an die Kunden weitergegeben. Das heißt, insbesondere die Liner Companies müssen sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ihr Pricing, also ihre Services anders zu bepreisen. Wir haben gesehen in den Nachrichten, dass die Liner Companies ein bisschen besser dastehen, unter anderem Hapag-Lloyd hat sich erheblich verbessert. Das spricht für mich dafür, dass da jemand seine Hausaufgaben gemacht hat und das wird natürlich, wenn der Emissionshandel kommt, einfach nochmal immens wichtig. Also ich glaube, Transport wird teurer werden und es muss auch so sein.
Last but not least, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Anfang des Jahres hat der CEO von Lufthansa ein Statement geäußert, ein sehr enttäuschtes Statement. Die hatten ja einen freiwilligen CO2-Surcharge quasi implementiert, einen günstigen und einen teuren. Und er beschwerte sich ganz offiziell darüber, dass irgendwie keiner seiner Kunden Bock hat, diesen CO2-Zuschlag zu zahlen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Thema und deswegen verweise ich auch nochmal auf das Thema Kommunikation. Wenn ich als Kunde gar nicht weiß, wohin mein CO2-Zuschlag geht und mir niemand belegt, wo das Geld hingeht und was das Unternehmen damit macht, bin ich natürlich auch nicht bereit, das zu zahlen. Und das Thema Transparenz, ich meine, die Transportwirtschaft lebt von Intransparenz. Das war ein Teil des Geschäftsmodells. Das wird sich auch massiv ändern müssen, um hier beim Thema Nachhaltigkeit voranzukommen. Ja, damit meine kurze Zusammenfassung. Ich übergebe an dich, Otto. Gute Überleitung. Die Lufthansa-Kunden sind nicht bereit, freiwillig CO2 diesen Aufschlag zu bezahlen. Wie sieht es denn aus bei den Kunden in der Seefracht? Sind die bereit, freiwillig CO2-Aufschläge zu bezahlen? Das kann uns Otto Schacht erzählen. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Otto Schacht. Ich bin Kühne Nagel, verantwortlich für das Seefrachtgeschäft dort und vertrete so ein bisschen die Ladungsseite, die Kundenseite. Wir sitzen zwischen den Reedereien und den Kunden. Und ich gehe mal auf so ein paar Punkte ein, die eigentlich schon vorher gesagt wurden. Was machen wir als der Mittler? Wir müssen erstmal Aufklärung betreiben, weil sehr viele Leute auf der Kundenseite wissen gar nicht, was die Schifffahrt für CO2-Emissionen verursacht. Das ist erstmal sehr wichtig, so eine Veranstaltung hier, aber am Ende ist es viel wichtiger, dass unsere Verkäufer draußen in der Welt Kunden aufklären, was wie viel CO2-Transporte verursachen. Und wir haben die Zahlen schon gehört von Wolf und Annika hat es auch gesagt, Schifffahrt weltweit steht ungefähr für 1 Milliarde Tonnen CO2, die Containerschifffahrt ungefähr davon 200, 250 Millionen Tonnen. Ich habe es nochmal, man kann es auch anders ausdrücken, die Schifffahrt verursacht jeden Tag 3 Millionen Tonnen CO2, wenn man das mal in die Quadratmeter, dann wieder auf den Nordpol und dann wird einem ganz bange. Also wir müssen diese 3 Millionen Tonnen am Tag müssen wir reduzieren. Also diese Aufklärung müssen wir erstmal mit den Kunden hinbekommen. Zweitens müssen wir die Transparenz, und das wurde auch von Monika eben erwähnt, Transparenz pro Schiff. Und wir haben da sehr viel hier in Hamburg investiert als Kühne Nagel in eine Plattform, CXPower, wo wir alle Daten von allen Containerschiffen haben, wo wir genau wissen, wie viel CO2 ein Containerschiff ausstößt. Und diese Transparenz vermitteln wir, geben wir jetzt an unsere Kunden weiter. Wir haben Und interessant ist eigentlich, auch was Sie gerade sagten, Herr Gundermann, amerikanische Unternehmen, die Nikes der Welt, die haben ein großes Interesse an besserer Transparenz, weil die stehen unter einem enormen Druck intern von der Straße, von den jungen Leuten, die müssen sich ändern. Und deswegen sind wir auch ganz optimistisch, dass wir mit mehr Transparenz da sehr viel erreichen können. Transparenz ist das zweite Thema, dann kommen wir automatisch zu den Alternativen. Wir klären unsere Kunden auf, dass es Alternativen gibt. Es wird sehr stark an den Alternativen gearbeitet, von der technischen Seite her, LNG, wobei wir alle wissen, dass LNG nur eine Zwischenlösung ist. Wir müssen also zur Dekarbonisierung kommen. Und wir fangen jetzt an, wir haben mit 2 Reedereien, mit CMA, und wir sprechen auch gerade mit Hapag-Lloyd darüber, dass wir Biofuel einsetzen. Das wird auch eine Zwischenlösung sein, es wird nicht genug Biofuel geben. Da klären wir jetzt die Kunden auf, weil dann kommen wir automatisch zum Preis, weil Biofuel ist sehr viel teurer. Das ist, um ein Beispiel zu geben, wenn Sie einen Container von Asien nach Europa, momentan ist der Marktpreis irgendwie bei 2000 Dollar in diesem Moment, wenn Sie einen Container von Shanghai nach Hamburg bewegen wollen, und wenn Sie nochmal einen Biofuel-Zuschlag, der würde ungefähr bei 1000 Dollar momentan liegen. Biofuel wird in Rotterdam getradet. Das ist natürlich viel Geld, 50% mehr, aber es ist auf das Produkt im Container, sagen wir, sehr, sehr wenig. Und jetzt sind wir dabei, Kunden aufzuklären, weil am Ende, wenn Sie 12.000 Flaschen Wein von Chile nach Hamburg transportieren und Sie zahlen nachher 1.000 Dollar mehr, dann ist das 10 Cent pro Flasche Wein und das kann jeder verkraften. Aber diese Aufklärung müssen wir erstmal betreiben. Und wir sind aber ganz optimistisch, dass wir das mit den Kunden hinbekommen werden. Also wir haben uns selber als Ziel gesetzt, als Unternehmen, bis 2030 alle unsere Transporte, für die wir nicht direkt verantwortlich sind, also der sogenannte Scope 3, wollen wir klimaneutral stellen. Durch alle möglichen Lösungen, durch klimaneutralen Brennstoffe. Und was wir noch nicht lösen können, wollen wir dann durch Kompensationsprojekte, die wurden ja auch schon gerade angesprochen, lösen.
Und da haben wir auch die ersten Erfolge, dass die Kunden bereit sind für diese Kompensation, anders als vielleicht der Endkonsument bei Lufthansa noch nicht so bereit ist. Aber wir sehen, dass die ersten Erfolge, also ich bin optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren sehr viel weiterkommen auf dem Gebiet. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ja ein hoffnungsvoller Ausblick hier für unsere Industrie. Ganz wichtig in der ganzen Thematik ist die Technologien. Was können wir denn überhaupt tun? Herr Guntermann hat das schon was angerissen. Wir haben hier Dirk Lehmann von der Firma Becker Marine Systems, die sich um Technologien kümmert. Unter anderem haben die auch die sogenannte Mewis-DAC entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe, die man auf Schiffen einbauen kann an die Welle, die dann eben dazu führt, dass die Schiffe weniger Öl verbrauchen. Solche Technologien, davon brauchen wir natürlich noch viel mehr, und das würde uns interessieren, wie dort die Zukunft aussieht. Ja, schönen Dank, schönen guten Morgen. Dirk Lehmann ist mein Name, Geschäftsführer bei Becker Marine Systems. Und so ein bisschen nebenbei Vice Chairman bei Sea Europe, der Europäische Werften- und Zulieferverband, wo wir eben die Technologien auch natürlich täglich besprechen und auf der Naht haben. Im Moment ist ja gerade durch Corona ein starkes Problem im Schiffbau. Es wurden kaum Schiffe bestellt in diesem Jahr. Es werden wohl auch kaum noch welche bestellt werden. Demzufolge ist gerade mega Flaute. Das führt natürlich bei Zulieferern und bei Werften zu Riesenproblemen in der Beschäftigung, aber auch in der Frage, wie geht es eigentlich weiter. Wir sehen aber parallel zu all dem, die Bemühungen rund um Umweltschutz gehen weltweit weiter. Wir wissen, was das Europäische Parlament gerade beschlossen hat. Seeschifffahrt muss irgendwie in Sachen CO2 vorankommen. Wir sehen täglich neue Restriktionen in Bezug auf Emissionen. Und ich möchte nach all den CO2-Debatten, die wir heute gehört haben, auch mal an die anderen Schadstoffe erinnern. Schiffe, wenn sie im Hafen liegen oder auf großer See unterwegs sind, stoßen Partikel aus, Feinstaubpartikel, die sind hochgiftig. Die stoßen Schwefel aus, und zwar immer noch, trotz aller Maßnahmen ist eine Menge Schwefel dort in der Luft. Und die stoßen NOx aus, und das sind Sachen, also Stickoxide, das ist für uns Menschen giftig. CO2 ist ein langfristiger Schadstoff, wie wir alle wissen, der natürlich auf das Klima einen Einfluss hat, den wir Menschen beeinflussen, den aber auch die Natur beeinflusst. Aber wir müssen sehr viel mehr die anderen Schadstoffe, speziell Stickoxide und Feinstäube, kommunizieren, damit dort eine Änderung herbeiführt. Wir sehen in den Städten, in denen ja auch Häfen liegen, wie in Hamburg, Straßensperrungen aufgrund von Feinstaub und NOx-Werten. Ein paar Straßenzüge weiter stehen Seeschiffe und emittieren das lustig vor sich hin. Und das muss aufhören. Wir müssen also mal überlegen, welche Schadstoffe müssen wir auch für uns Menschen mal begrenzen. Und nicht nur an den Eisbären im Polarmeer denken, der sehr wichtig ist, ich will den nicht geringreden, aber die anderen Schadstoffe bitte ich zu beachten. Also ich rede mehr über die Emissionsfreiheit, die das Ziel sein muss im Seetransport. Wir haben vorhin was zu einem Segelschiff gesehen. Tolle Sache, die Menschheit ist 1000 Jahre zur See gefahren und mit Segeln, mit, wie wir wissen, recht geringen Frachtaufkommen. Wir haben von Herrn Guntermann gehört, was heute für Fracht bewegt wird. Wir haben es von euch auch gehört. Ja, und solange wir die Fracht bewegen, müssen wir sie auch realistisch bewegen. Das schaffen Segelschiffe nicht. Natürlich in einigen ausgewählten Maßnahmen. Wir haben gehört, wie wenig Fracht transportiert wurde auf dem Segelschiff. Es ist 100 Jahre alt. Höchstes Kompliment an die Menschen, die es dort machen. Aber das ist nicht das, was uns technisch jetzt voranbringt in der Weltschifffahrt. Das muss man einfach wissen. Das heißt, wir brauchen Kraftstoffe, die erstmal für uns Menschen ungiftiger sind. Das ist zurzeit Methan. Man kann es auch Erdgas nennen. Man kann Methan aber auch künstlich herstellen. Man kann aus Wasserstoff und CO2 Methan machen. Und wenn man Methanschiffe betreibt, also manche sagen LNG-Schiffe dazu, ist das für große Schiffe der Kraftstoff, der realistisch an Bord zu bringen ist. Punkt. Da geht nicht mehr als das. Das ist das Maximum, was wir zurzeit in der Großseeschifffahrt erreichen können, mit Methan solche Schiffe anzutreiben. Das ist kostenverträglich, sage ich mal, und es ist auf jeden Fall machbar. Und wir können das Methan synthetisch erzeugen. Wir können dann an Bord der Schiffe das dabei entstehende CO2 bei der Verbrennung absaugen. Wir können es verflüssigen, wir können das dann wieder an Land bringen, entweder dampen oder wieder Methan draus machen. Das kostet alles Strom, muss man wissen, man braucht dafür elektrische Energie dann an Land, um aus CO2 und Wasserstoff wieder Methan zu machen. Aber ich habe dann einen Carbon Circle, und das ist das, was wir bei Becker gerade machen, eins unserer nächsten sehr großen Vorhaben. Zusammen mit einem großen Motorenhersteller hier im Hamburger Hafen betreiben wir eine LNG Power Barge zusammen mit der Hala. Das heißt, wir liefern hier sauberen Hafenstrom, gleich neben dem dreckigen Kohlekraftwerk, das ich so liebe, und machen dort wirklich saubere Luft für den Hamburger Hafen. Und wir werden dort demnächst eine Carbon-Capturing-Anlage aufbauen, um genau das, was ich gerade erzähle,
dort auszuprobieren. Und dann sind wir emissionsfrei, weil einfach keine anderen Sachen mehr anstehen. Keine Feinstäube, kein Schwefel, kein NOx. Und das CO2 saugen wir ab. Das ist der Plan, den wir haben. Das haben wir auf der Agenda. Als nächstes machen wir Brennstoffzellen. Zusammen mit meiner Firma ECAP haben wir jetzt demnächst den ersten sehr großen Auftrag für die Umrüstung eines Küstenschiffes, einen Offshore-Versorger auf Wasserstoff. Dann kommt als nächstes ein Binnenschiffsprojekt, wo wir also Wasserstoff reinbringen in die Seeschifffahrt. Wasserstoff ist eine Anwendung, die geht zurzeit so bis 1000 kW. Mein Appell wäre an das Rathaus, an die Bundesregierung: Ihr habt so viele Schiffe in der Verwaltung, in der Wasserschifffahrtsverwaltung, so viele Inlandschiffe, die kann man alle heute emissionsfrei machen. Das heißt, ich fordere von der Bundesregierung und von allen Behörden und von allen Seeküstenregierungen, bis 2025 emissionsfrei zu sein mit der eigenen Flotte. Das ist technisch machbar, und zwar jetzt. Das kostet Geld, aber es sind Peanuts im Vergleich zu dem, was Corona kostet. Es sind Peanuts im Vergleich zu dem, was die Finanzkrise gekostet hat. Und ich bitte wirklich, geht endlich dabei, beschließt es, 2025 emissionsfrei, die gesamte Bundesflotte, alle stadteigenen Flotten. Viele Häfen sind dabei, wir arbeiten auch mit einigen von denen zusammen. Das sind aber alles so kleine Leuchttürme mit Reallaboren. Was soll das? Macht es einfach. Wir haben früher mal ein Atomkraftschiff gebaut, die Otto Hahn. Die fuhr zwar emissionsfrei, aber der Weg dahin, wie wir alle wissen, ist nicht ganz so einfach. Die Entsorgung war nicht so einfach, aber die Fahrt war emissionsfrei. Und demzufolge, wenn man das will, kann man es machen. Und ich fordere euch auf, wollt es endlich. Und wir müssen als Bürger es einfach einfordern. Wir bei Becker übrigens, wir haben 10 Jahre Mewis-Duct jetzt mittlerweile gebaut. 1500 Schiffe fahren damit. Wir haben tagesaktuell, wir haben da so einen Online-Zähler, 9,2 Millionen Tonnen CO2 gespart mit diesen Systemen auf den installierten Schiffen. Hapag-Lloyd ist auch einer der Reedereien, die das haben. Das heißt, wir haben 3 Tage, entsprechend der Rechnung vorhin, 3 Millionen Tonnen pro Tag Seeschifffahrt, 3 Tage für lau konnten die Schiffe fahren dank Mewis-Duct. Das ist eine Nachrüstung, das kann fast jedes Schiff bekommen, spart ad hoc bei Containerschiffen 4%, bei Bulkern und Tankern zwischen 8% und 10% an Sprit und damit Emissionen. Das ist machbar. Wasserstoff ist machbar, Batterie ist machbar. Also wir können, wenn wir wollen. Und das ist mein Appell, wollt es endlich. Danke. Gut, als nächstes haben wir jetzt Christian Oldendorf, der sich kurz vorstellt und auch darauf eingehen wird, wie sieht das Thema aus Sicht von Startups, weil er sich bei diversen Startups engagiert und natürlich auch die Brille hat aus der Reedereiseite. Lieber Christian. Ja, vielen Dank für die netten Worte und für die Einführung. Das Thema ist nach wie vor eines von enormer Wichtigkeit. Allerdings bin ich ähnlich wie Otto so optimistisch wie noch nie. Die Ankündigung von vorletzter Woche, Schifffahrt im Bereich CO2-Besteuerung mit einzubeziehen, hat großes Potenzial. Ich glaube auch, dass das ein Schritt ist, der notwendig sein wird, um die Schifffahrt in diesem Bereich wachzurütteln. Es gibt immer Diskussionen über den nächsten Schritt voran und natürlich müssen Technologien beweisen, dass diese Möglichkeiten bestehen und dass sie auch integriert werden können. Es gibt allerdings auch noch weitere Möglichkeiten und weitere Gründe, optimistisch zu sein. Es gibt für Unternehmen keine bessere Variante und keine günstigere Variante, als CO2 einzusparen, als in deren Supply Chain. 60% der Unternehmen in Deutschland haben 90% ihrer Emissionen in der Wertschöpfungskette. Und da diese meistens durch Dienstleistungen abgedeckt werden, die sie selber nicht direkt steuern, ist bestimmt Nachfrage da, um diese Verbesserung möglichst schnell umzusetzen und möglichst einfach umzusetzen. Das ist ein Teil. Ich hatte schon die CO2-Bepreisung erwähnt. Ich glaube, dass hier die nächsten Wochen sehr, sehr spannend sein werden. Ich bin auch sehr gespannt auf die Äußerung von Frau Paulus zu diesem Thema. Ich kann sagen, dass bei uns intern dieses Thema angekommen ist. Auf Chartering-Seite, auf Seite unserer Technik, haben wir kein Thema, was aktuell wichtiger ist. Das Thema Carbon Accounting steht aktuell im Vordergrund. Was machen wir wo richtig? Was machen wir noch nicht richtig? Wie können wir mit unseren Kunden enger zusammenarbeiten? Einerseits auf der Seite der aktuellen Beschäftigung, wie auch der langfristigen Finanzierung solcher Optionen. Was hinzukommt, sind natürlich auch die langfristigen Themen, zu denen auch Windkraft als Antriebsform besteht. Allerdings auch die Themen Wasserstoff und Ammonia sind auf der Agenda. Und in diesen Bereichen gibt es Fortschritte, wie man sie vor 5 Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte. Es sind auf dem Horizont Lösungen zur Nutzung von Wasserstoff und Ammonia,
im breiteren Umfang, wie diese tatsächlich umgesetzt werden sollen. Das muss noch erarbeitet werden, aber ich kann sagen, dass wir dran sind mit unserer Initiative Towards Net Zero. Haben wir vorletzte Woche unser Proposal für ein 10 Millionen Horizon Europe Programm begonnen, eingereicht und werden im Dezember eine Antwort erhalten. Wenn es möglich ist, hier eine European Grant zu erhalten, wird das Thema Zero Emission Ship für uns sehr, sehr ernst werden und hoffentlich einen Teil zur Diskussion beitragen, wie man Schifffahrt klimaneutral betreiben kann. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Schifffahrt selber und der Technologietransfer nicht nur ein Teil darin ist. Treibstoffe sind ein Element, Design sind ein zweites, aber die bessere Integration der Schifffahrt und der Häfen in die Supply Chain ist ein weiteres wichtiges Thema. Diese birgt enormes Potenzial, da wird aber oft übersehen. Im Idealfall müsste diese Symphonie der Fracht und der Anlieferung der Fracht ein fein aufeinandergestimmtes Orchester sein, allerdings gibt es hier noch enormes Potenzial. Und gerade wenn es darum geht, die Geschwindigkeit der Schiffe zu reduzieren, wäre es ein guter Schritt, jetzt schon Emissionen zu sparen, wenn es möglich wäre, den Frachtablauf besser zu tunen, dann gäbe es dort großes Potenzial aus meiner Sicht. Was getan werden muss, ist klar. Wir sollten allerdings nicht nur Ziele bis 2050 setzen und uns mehr auf die Ziele bis 2025 und 2030 und 2035 beziehen. Es ist wichtig, auch kurzfristige Ziele zu haben, da wenn sich nichts verändert, 2050 die Schiffe 17% aller weltweiten Emissionen ausstoßen, mehr als die Luftfahrt. Und da müsste, das kann nicht so weitergehen. Vielen Dank, Christian. Jetzt hätte ich eine Frage an Annika. Du hast ja eingangs schon geredet, du hast jetzt gehört, was alle Teilnehmer hier so erzählen. Wie siehst du das? Ist das genug? Müssen wir mehr tun, schneller tun? Was ist deine Sichtweise aus Sicht der jungen Generation? Ja, ich glaube, was immer klar ist. Ja. Was irgendwie immer klar ist oder so, was vermutlich relativ viele auch so wahrnehmen, wir stehen natürlich auf der Straße und haben für viele relativ radikale Forderungen, aber das, was wir hier einfordern, ist einfach nur, dass eben jetzt das Pariser Abkommen eingehalten wird und dass eben auch die Schifffahrt sich daran orientiert. Und das ist eben das, was nicht passiert. Und wir reden, glaube ich, ganz, ganz oft über Geld oder ich habe ganz, ganz oft Geld und Finanzen gehört. Und was da mir immer in den Kopf kommt, ist, dass aktuell einfach die Preise, zu denen wir einkaufen und zu denen wir Dinge transportieren, nicht die Realität widerspiegeln. Also was passiert ist, es werden irgendwie auf Kraftstoffe, die nicht nachhaltig sind, zahlt man keine Steuern. Wir zahlen auch einen Preis an die Umwelt und an die Natur. Also wir nutzen irgendwie die Ressourcen kostenlos von der Natur und zerstören die damit. Aber was ja tatsächlich passiert ist, für alles, was wir nutzen, zahlen wir normalerweise. Nur das, was wir von der Natur nehmen, das kriegen wir kostenlos. Und das spiegelt sich eben nicht im Preis wider. Und genau das ist das, was passieren muss, weswegen eben Emissionshandel wichtig ist oder im Zweifelsfall auch eine CO2-Steuer. Also wir fordern den CO2-Steuer statt des Emissionshandels, weil der Emissionshandel durch dadurch, dass es irgendwie in Teilen kostenlose Zertifikate gibt, dadurch, dass es durch den Markt immer wieder runtergeht, auch der Emissionshandel eben seine Schwachstellen hat. Und was eben gerade passiert ist, dass keine Anreize gegeben werden, das tatsächlich reduziert wird. Ich regelmäßig auf einem Dreimaster, das heißt, ich weiß, was ein Segelschiff leisten kann und wie hart das ist, aber was eben auch Realität ist, ist, dass wir reduzieren müssen und dass wir unseren Warentransport reduzieren müssen. Und vielleicht noch eine Sache, die ich spannend finde, um den in den Raum zu werfen, weil mehrfach aufkam, dass wir mit Segelschiffen das, was wir gerade transportieren, nicht leisten können. Ja, das ist so, aber wir müssen das, was wir transportieren, diese Menge, die muss einfach enorm sinken. Wir können nicht ständig alles um die halbe Welt fahren und 40% von dem, was wir auf Schiffen transportieren, das sind fossile Energieträger. Wir müssen nicht die Kohle aus Südamerika nach Deutschland fahren. Und das, was transportiert wird, das wird sich reduzieren die nächsten Jahrzehnte, weil wir eben in Europa und in der Welt aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Und dadurch reduziert sich eben auch das, was transportiert werden muss. Das
weniger transportieren. Das ist die These. Das natürlich hilft, um die Umwelt besser zu schützen. Das würde ich gerne mal weitergeben an Otto Schacht auch. Was passiert denn, wenn wir jetzt sagen, wir transportieren weniger? Wir hatten gestern das Thema Rosen aus Kenia werden nach Europa geflogen zum Valentinstag. Wir können auch gut ohne die Rosen leben und natürlich können wir sie nicht mit dem Flugzeug, sondern auch mit dem Schiff transportieren. Aber was wäre denn, wenn wir gar keine Rosen mehr haben aus Kenia oder Ähnliches? Jetzt reden wir über die Globalisierung. Bevor ich auf diese Frage eingehe, gehe ich nochmal erstmal auf Annikas Frage ein, weil das finde ich ein spannendes Thema. Wenn man von den 1 Milliarde Tonnen CO2, die Schifffahrt ausstößt, dann ungefähr 200, 250 Millionen Tonnen kommen aus der Containerisierung, also Hapag-Lloyd, alles was im Container transportiert wird, ungefähr 600 Millionen Tonnen werden in der Bulkschifffahrt, durch die Bulkschifffahrt verursacht. Und Bulkschifffahrt ist natürlich sehr viel, da wird Kohle und da wird Erdöl transportiert. Das hoffentlich wird in 30 Jahren vorbei sein. Also die Leute, die heute noch Bulkschiffe haben, dann kann ich nur sagen, in 30 Jahren ist das vorbei, weil in 30 Jahren sollten wir keine Kohle und kein Erdöl mehr transportieren. Also da unterstütze ich so eine Forderung. Wenn es darum geht, wenn wir über die Rosen sprechen oder wenn wir darüber sprechen, was wir aus Bangladesch importieren, und dann wird auch diskutiert, sollten wir weniger T-Shirts tragen. Und dann stelle ich nur die Frage, wenn wir weniger T-Shirts, die fast alle in Bangladesch hergestellt werden, dann wird der Lebensstandard in Bangladesch nicht steigen, sondern eher sinken, weil wir ein Problem haben, weil wir den Menschen nicht helfen, ihren Lebensstandard hochzufahren. Und das Gleiche haben wir in Afrika. Ich wurde mal gefragt, warum importieren wir Ananas aus der Elfenbeinküste? Elfenbeinküste ist einer der größten Produzenten für Ananas. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank machen wir das, weil wir helfen diesen Ländern, ihren Lebensstandard hochzufahren, weniger Migration, nicht das. Deswegen zu sagen, wir sollten weniger transportieren, sollte man genau darauf gucken, was man weniger transportiert. Das Mikro geht nicht. Nummer drei. Nee, das war ich. Monika, laut. Ich wollte gerne nochmal, Annika, zu dir zwei Punkte sagen. Also der erste Punkt ist, du sagtest ja, im Emissionshandel werden die Zertifikate for free rausgegeben. Das hielt sich ganz lange, als der Emissionshandel, der ist ja 2005 eingeführt worden und dann auf die Luftfahrt erweitert wurde. Da ging tatsächlich durch die Medien, dass 85% der Zertifikate for free rausgegeben wurden. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so und das wird auch die Schifffahrt so nicht treffen, dass es jetzt heißt, wir machen Emissionshandel und ihr kriegt die einfach for free, weil das wäre ja am Ende Perlen vor die Säue. Ja, also das wird, glaube ich, nicht kommen. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, du kamst auch mit dem Thema CO2-Steuer, hätte ja faktisch den gleichen Effekt. Nur was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ist, dann gehen ja die Diskussionen los, wie berechne ich den CO2-Ausstoß, auf welcher Grundlage. Es müssen einfach einheitliche Regularien und Standards her und eben nicht auf europäischer Ebene, sondern auf globaler Ebene. Ansonsten brauchen wir halt auch mit einer CO2-Steuer aus meiner Sicht nicht anfangen. Und ich meine, wir hatten es ja gestern auch diskutiert, die IMO ist ja diejenige, die hier zuständig wäre, aus meiner Sicht. Die kommen aber gar nicht an diese Daten ran. Das heißt, wir kommen nicht umhin, und du hast ja gestern gesagt, die Daten sind da, diese Daten auszutauschen und Standards auch zu entwickeln, wie wir diese Daten auswerten können und auf dessen Grundlage wir dann eine CO2-Steuer, einen Emissionshandel, was auch immer für eine Surcharge entwickeln, um eben in alternative Fuels und Antriebe zu investieren. Ich möchte mal einen Punkt dazu sagen, und das ist wichtig. Wenn wir über CO2-Steuer und Kosten reden, in diesem ganzen Aspekt, die Schifffahrt, die Transportkosten sind viel zu niedrig. Und das ist das, man könnte, was ich vorhin schon sagte, alle Frachtraten um $1,000 erhöhen pro Container. Der Endkonsument würde das überhaupt nicht merken.
Und das muss man immer wieder hervorheben bei diesem Thema. Deswegen, dies ist eine Branche, die wahrscheinlich am wenigsten von einer CO2-Steuer betroffen würde, weil am Ende muss es der Konsument bezahlen. Irgendjemand muss das bezahlen und am Ende sind wir es, die Endkonsumenten. Und Schifffahrt könnte das und ich glaube, auf der technischen Seite, die Reeder haben Angst davor, da zu investieren, weil sie sagen, kriege ich das Geld vom Konsumenten? Und ich sage immer, investiert in die besseren Technologien rein. Es gibt eigentlich Lösungen. Wir wissen, dass es teurer wird und am Ende kann man das auch verkaufen. Weil wenn dann der Druck auch noch von seitens der Politik von IMO kommt und wenn es dann einen Standard gibt, das wird keine Arbeitsplätze. Es gibt sicher Bereiche, wenn wir über CO2-Steuern reden, wo wir sagen, hier werden vielleicht Arbeitsplätze kurzfristig zerstört. In der Schifffahrt werden keine Arbeitsplätze dadurch. Es wird dadurch nicht weniger transportiert, weil Transport so günstig ist. Das heißt also, $25 pro Tonne ist eigentlich zu niedrig. Ist meiner Meinung nach viel zu niedrig. Wir könnten auch $100 pro Tonne. Das würde auf den Container, auf das Produkt im Container, auf die Flasche Wein, auf den Schuh von Adidas oder Nike oder Puma, das merken wir als Konsument gar nicht. Mhm. Wie ist noch eine Ergänzung zur IMO. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir warten, bis die IMO was tut, dann warten wir noch 5 Jahre, warten wir noch mindestens 10 Jahre. Und das ist ja gerade das, was irgendwie in ganz, ganz vielen Ländern passiert. So, ja, Klimaschutz würden wir zwar gerne machen, aber international machen ja die und die nicht mit. Und das Problem ist, wenn jemand anfängt, dann passiert nichts. Und die IMO zeigt eben offensichtlich keine Ambition. Das heißt, da muss jemand anders anfangen. Und gerade wenn es um Risikomanagement geht, ich glaube, das ist ja auch, also wenn man Schiffe bestellt, dann haben die ja auch eine Laufzeit, ich weiß nicht, von 25 Jahren, wie lange ist ein Schiff? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt immer noch Dieselschiffe bestellen, dann und im Zweifelsfall irgendwie bis 2035 Regularien kommen, dass nur klimaneutrale Schiffe abgefertigt werden dürfen oder so, dann ist das ein Risiko, was man eingeht, wenn man jetzt immer noch auf fossile Energieträger setzt. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt in der EU Regularien, die dazu anregen, umzubauen, weil es eben nicht reicht, auf die IMO zu warten. Und dann, wenn sich zeigt, es funktioniert und es wird funktionieren, dann werden auch international die anderen nachziehen. Deswegen finde ich es, also es ist, glaube ich, so ein, was man irgendwie ausgewogen betrachtet werden muss, aber zu sagen, dass es nicht reicht, wenn nur in der EU was passiert, sondern wir internationale Standards brauchen, die kommen, glaube ich, dann, wenn wir anfangen. Monique, das Ganze kostet, wie wir es auch drehen und wenden. Achso, du bist. Danke, Flor. Generell noch mal was zur Thematik IMO sagen. Die wird immer so ganz gerne so als lame duck, als paralysiertes Wesen dargestellt. Dem ist nicht so. Bei der IMO wurden schon sehr effiziente Maßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel der EDI, der Energy Efficiency Design Index, für die Schiffe, der sowas Ähnliches ist wie der grüne Punkt auf dem Kühlschrank. Die Modifikationen, zum Beispiel die strengeren Regeln für Containerschiffe, die für 2025 geplant worden waren, sind auf 2022 vorgezogen worden. Das ist ja schon beschlossen worden. Und als Gesamtpaket für die Greenhouse Gas Reduction Targets ist ja auch Teil des Paketes die MBMs, die Market-Based Measurements, die in der Zeitspanne 2023 bis 2030 eingeführt werden sollen. Dass jetzt die Europäische Kommission voranschreitet mit dem Vorschlag oder den Emissionshandel für die MRV-Schiffe einzuführen, könnte als Motor wirken, aber ich muss sagen, die IMO nur als Lame Duck darzustellen, das ist nicht fair. Gut, ja. Da möchte ich kurz zu antworten. Also EEDI hat 8 Jahre gedauert mit der IMO. 8 Jahre. Und es ist ein ganz bescheidener Schritt gemacht worden. Es ging ja ganz lahm runter und jetzt kommen wir erst dahin, wo es wehtut. Jetzt sind wir aber schon 12 Jahre, eigentlich nachdem, als es mal erfunden wurde, EEDI.
Ich war damals ja auch mit involviert und so können wir nicht weitermachen. Völlig richtig, wer heute noch hingeht und Dieselschiffe bestellt oder Schwerölschiffe bestellt, der hat irgendwas nicht kapiert, weil wir werden wirklich merken, dass massiv Emissionsrestriktionen kommen werden. Also China ist massiv davor, Singapur ist massiv davor. Wir werden in Kalifornien demnächst den nächsten Schritt erleben, dass auch die dort penalisieren werden. Also es werden jetzt einzelne Segmente der Welt werden einfach regulieren, bevor die IMO irgendwas macht. Und dann wird es andersrum gehen. Und das ist eben der Punkt, wo man überlegen muss, ja, wenn man jetzt in neue Schiffe investiert, in welcher Technologie wird voran? Und das ist eben die große Krux, in der jetzt zum Beispiel auch jemand wie Hapag-Lloyd steht. Sag mal, wir müssen jetzt mal irgendwann neue Schiffe bestellen. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir LNG, nehmen wir Diesel, Wasserstoff gibt es noch nicht, segeln können wir nicht, dann können wir die Fracht nicht transportieren. Was macht man jetzt eigentlich? Und da ist auch ganz wichtig das Zusammensitzen gefragt, auch von den Verbänden der Reeder und auch der Hersteller. Was kann man eigentlich bieten, was kostet es, weil Kosten spielen nun mal eine Rolle, das kann man leider nicht ignorieren. Am Ende muss ein Kunde das bezahlen. Und was wird in 20 Jahren als Kraftstoff verfügbar sein? Da sind wir ja noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht geklärt, das Thema. Das wäre vielleicht eine sehr gute Frage an den Christian Oldendorf als Vertreter einer der großen Reedereien in Deutschland. Das Thema Kohle, ab 2030 wird auf jeden Fall weniger Kohle transportiert werden. Vielleicht können wir Christian hier nochmal online schalten. Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr jetzt Schiffe euch anschaut oder investieren wollt, um die Flotte zu erneuern? Was ist da die Strategie? Absolut. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Erst einmal werden ja aktuell kaum Schiffe bestellt. Dieses Thema ist nicht nur bei Hapag-Lloyd angekommen, sondern auch bei allen größeren Reedereien, die draußen bestehen. Die Veränderungen, die vorgenommen werden müssen, das ist aktuell die große Frage. Es bedarf eines Marktes für ein Produkt, welches noch nicht existiert. Es bedarf einer Infrastruktur, die noch nicht existiert. Und wer soll die finanzieren? Am Ende werden es private Mittel nicht machen können. Es sind eine Mischung aus öffentlichen und privaten Mitteln, die diesen Markt vorantreiben müssen. Meine Wahrnehmung ist die, dass wenn man aus einer CO2-Besteuerung für die Schifffahrt auf europäischer Ebene eine Infrastruktur finanzieren kann, die einen ersten Anschub erlaubt, dann hat das enorme Effekte auf die Art und Weise, wie Energie produziert und gelagert wird. Da Schifffahrt enormes Potenzial bietet, Energie abzunehmen, auch für lokale Energy Sources, die sich auf See befinden mögen, auf See Wasserstoff produzieren, es bestehende Möglichkeiten gibt, Wasserstoff zumindest für Pilotprojekte zu nutzen. So muss es ja eine Initiative geben, die dieses vorantreiben kann. Und daran arbeiten zumindest wir als Unternehmen und in einer Gruppe von Unternehmen als Konsortium zusammen, um diesen ersten Schritt zu machen, um zu zeigen, dass es möglich ist. Es muss aber einen geben, der vorangeht. Und da gibt es aktuell einige Initiativen in Bezug auf den Transporter von Wilhelmsen, der Windkraft nutzt, in Bezug auf einige Schiffe, die sich das Thema Ammonia schon als Treibstoff anschauen, im kleineren Maße. Aber die Skalierung muss erfolgen und dafür bedarf es einmal der Infrastruktur selber, dem Produkt, Schiff, welches es nutzen kann, dem Abnehmer, der es auch bezahlen möchte und letztendlich auch den Finanzierer. Und ich glaube, dass die Finanzierung hier ein nicht zu unterschätzendes Element ist, weil man sich anschaut aus der Sicht eines Reeders, so ist der Abschreibezeitpunkt in 15 Jahren einer, wo ich nicht genau weiß, was der Endwert meines Schiffes tatsächlich sein wird. Ich kann das nicht abschätzen. Die Diskussionen zwischen uns als Reedern und den Banken, die uns finanzieren, sind sehr, sehr interessant und führen aktuell immer stärker auf diesen Punkt zu, wo wir sagen, es muss etwas passieren und die Dinge, die passieren werden, das ist aus meiner Sicht nicht weit entfernt. Ich freue mich sehr auf die Regulierung, die kommen wird und ich bin gespannt, was diese bewirken kann. Thema Thema Finanzierung vielleicht an die Finanzbranche. In Deutschland haben sich eigentlich fast alle Banken aus der Finanzierung für Schifffahrt zurückgezogen. Jetzt haben wir gesehen, es gibt Investitionsbedarf, erheblichen. Was sagen denn, wenn ich jetzt heute zu einer Bank gehe und sage, ich habe ein komplett neues Design und möchte das finanzieren lassen, ich bin mir aber nicht sicher, ob die Kunden das dann auch bezahlen werden. Was sagt eine Bank dazu? Ja, ich glaube, das Thema Finanzierung und es gibt definitiv Banken, also jetzt nicht unbedingt auch deutsche Banken, aber viele europäische Banken, die finanzieren. Aber das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ja.
ist das Geschäftsmodell, was ich habe, und ich spreche jetzt nicht von dem Geschäftsmodell Hapag-Lloyd, ich bin ein Liner, ja, oder ich bin eine Kühne und Nagel, sondern ich spreche von dem Geschäftsmodell, ich habe ein Schiff, das ich verschartere, ist das langfristig überhaupt noch tragbar? Fragezeichen. Und diese Geschäftsmodelle und die Geschäftsstrategien, die sind aus meiner Sicht noch nicht ausgegoren. Aber die Banken werden aufgrund des Merkblattes der BaFin, das die rausgegeben hat, danach fragen. Und solange die Antwort nicht da ist, werden die auch nicht finanzieren. Und das haben die ganz klar gesagt. Also von wegen, ich finanziere jetzt, weil ich meine, das Schiff kann ich in 3 Jahren verkaufen mit Gewinn. Ich meine, wir wissen ja alle, wo das hingeführt hat, ja. Also wir sehen hier nebenan ja die große Bank, die jetzt der Steuerzahler finanziert. Ne? Also ich sage, man muss sich Gedanken machen um sein Geschäftsmodell, man braucht eine Geschäftsstrategie, und ohne Sustainability im Geschäftsreport und in der Geschäftsstrategie wird es auch keine Finanzierung geben, und die Banken werden das ganz hart tracken, da bin ich mir ziemlich sicher. An die Behörden, die haben Geld ohne Ende, nämlich unser Steuergelder, und im Skat habe ich gelernt, die Kleinen holen die Großen. Also wenn man diesen kleineren Schiffen anfängt, die Technologie einfach ausrollt, Bunkerstationen schafft für saubere Kraftstoffe, das kann unser Staat wunderbar machen. Die haben von klein bis groß eine große Flotte, macht es endlich, fangt damit an, dann kommt auch die Wirtschaft hinterher. Wäre eine Idee der Finanzierung. Ja, sehr gut, Applaus. Vielleicht noch mal ganz kurz, wo das Geld herkommen kann, was wir halt momentan ganz extrem sehen, sind die ganzen Private Equity Häuser, die mit den Hufen scharen, weil die wissen nicht, wohin mit ihrer Kohle, ja. Also die Kohle ist da und ich glaube, das Investmentvolumen ist auch da, aber auch die haben natürlich interne Regularien, die das Thema Sustainability für ihre Shareholder eben mit einpreisen. Aber das Geld ist da, ob es eine Bankenfinanzierung ist, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, zumindest keine größeren Summen, aber Private Equity Häuser stehen auf jeden Fall in den Startlöchern. Sehr gut. Nochmal eine Frage an Otto Schacht. Wir hatten das Thema, das stand auch in der Presse, MSC. Ist mit 11 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2018 verursacht mehr CO2 als die Firma Ryanair, die ja häufig in der Firma ist. Kühne Nagel ist einer der größten oder wahrscheinlich sogar der größte Kunde von MSC. Ist übrigens nicht nur MSC, sondern es betrifft auch alle anderen Reeder, auch Hapag-Lloyd. Was kann eine Firma wie Kühne Nagel denn tun, um die Reeder zu motivieren, dass sie oder zu unterstützen, auch dass eben diese Investitionen wirklich getätigt werden? Ich habe, du hattest gesagt, den Biofuel, den bezahlt Kühne Nagel, nicht Hapag-Lloyd. Es ist ja eigentlich verkehrte Welt. Eigentlich muss das ja Hapag-Lloyd sagen. Wir nutzen den Biofuel und die Kunden sind dann übernehmen das. Was kann man da tun? Also erstmal bezahlt es am Ende wieder unser Kunde, weil unser Kunde muss am Ende, wenn er dem zustimmt, diesen Zuschlag bezahlen. So, wir probieren jetzt unsere Kunden davon überzeugen, dass sie auf Biofuel gehen, was sehr viel teurer sein wird, und dann wenden wir uns danach an die Reedereien und sagen, so, wir haben die ersten Kunden gefunden, und dann würden die Reedereien für uns, gemeinsam würden sie auf dem Markt Biofuel einkaufen und das entsprechend in ihre Flotte auf bestimmten Schiffen einsetzen. Da sind die ersten Tests gelaufen, sowohl die Franzosen, Hapag-Lloyd, Maersk macht das auch, also, aber wir sehen das als Zwischenschritt. So, das ist die einzige Art, um kurzfristig den CO2-Ausstoß runterzufahren. LNG ist eine Lösung, Sie haben LNG gerade angesprochen, Hapag-Lloyd ist gerade dabei, ein Schiff auf LNG umzurüsten. Die Franzosen, die haben eine ganze Serie von LNG-Schiffen raus, reduziert nochmal CO2 um 20%, aber ist natürlich auch nur ein Zwischenschritt, weil es bleiben 80% CO2 bleiben pro Container, pro Reise noch übrig. So, und das muss am Ende müssen wir hinkommen zur Dekarbonisierung. Da bin ich aber optimistisch. IMO, die Ziele der IMO bis 2050 zu sagen, wir wollen bis 2050 50% der 2008 Emissionen um 50% bis 2050 zu reduzieren. Das ist kein Ziel mehr und ich hoffe, dass das bald gekippt wird. Und die Reeder, die Privatwirtschaft marschiert hier nach vorne. Maersk hat gesagt, sie wollen bis 2050 Carbon Neutral, ihre ganze Flotte Carbon Neutral betreiben. CMA ist dem jetzt auch gefolgt, weiß nicht, von Hapag-Lloyd. Wahrscheinlich demnächst werden sie auch ein Statement, wenn wir von denen auch hören, in diese Richtung, bis wann sie Carbon Neutral sind. Ich kann nicht über die Marktbegleitung sprechen. Aber zwei haben es natürlich schon, also ich bin da optimistisch, dass die Reeder, die großen Reeder machen es.
Aber es wird noch dauern. Und das sagen wir auch den Kunden. Wir müssen 20, 25 Jahre noch überbrücken. Und das ist das große Problem. Und in den 25 Jahren wird noch sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen. Gut, ja. Wir müssen uns langsam schon dem Ende nähern, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Weil Otto Schacht die Sajie erwähnte, ja, das Schiff ist tatsächlich jetzt pandemiebedingt endlich in der Werft in China, wird umgebaut auf LNG-Antrieb, Dual Fuel. Dadurch ersparen wir definitiv im Rahmen 20% CO2, 90% NOx. Was ich generell auch anmerken möchte, die Schiffe, die heute mit LNG fahren, könnten demnächst oder auch sehr bald mit synthetischem LNG oder anderen Stoffen fahren. Also das ist eine riesige Brücke. Was Forschung, Research and Development angeht, das ist auch hier für Herrn Lehmann von Interesse, es gibt eine IMO-Submission, die kam von der Industrie, von den führenden Schifffahrtsverbänden für ein International Maritime Research Board, das pro Tonne Brennstoff, die gekauft wird, $2 in diesen Fund gehen und auf einem Level Playing Field Geld für Forschung und auf neue Fuels, neue Antriebe gesammelt wird, zentral versammelt, verwaltet wird bei der IMO, dass auch der einzelne Motorenhersteller, ob das jemand in Kiel oder in Augsburg ist, nicht mehr alleine das Risiko tragen muss, eine neue Entwicklung zu machen. Ganz egal, ob es Propulsion oder Antriebe sind, da ist Potenzial. Das hätte eigentlich im April schon verabschiedet werden müssen beim MEPC 75. Danke. Sehr gut. Erlauben Sie eine Anmerkung? Sehr gerne. Was hingegen sehr schlecht ist, ist, dass EU-ETS, weil dieses System schon in der Aviation, schon in der Luftfahrt nichts gebracht hat, gar nichts. Die Net Carbon Emissions der Aviation-Industrie sind für diese EU-Intraflüge, haben also zu null absoluten Emissionsreduzierung zwischen 2008 und 18 geführt, während hingegen in derselben Zeit trotz eines erheblichen Ladungsvolumensanstiegs in der Schifffahrt zwischen 2008 und 2018 10% ohne ein ETS eingespart worden sind. Es ist zudem ein wirklich perverses Incentivierungssystem, weil es die First Mover bestraft und es wird eigentlich nur dafür verwendet, deswegen lieben es die Politiker so sehr, um Haushaltslöcher zu stopfen, vielleicht auch durch Covid-19 erstandene Haushaltslöcher. Wir hingegen haben mit einem Greenhouse Gas Fund, ist das Ziel, der auch bei der IMO ist und auch der Räderverbände ist, mit einem Greenhouse Gas Fund direkt in Forschung und Technologie für unsere Industrie zu investieren, denn nur dadurch zusätzlich mit einer Vorstufe des IMRF, was du erwähnt hast, Wolfram, dieses International Maritime Research and Development Funds, muss man ja erstmal Technologien vorantreiben, um sie anschließend incentivieren zu können. Also ich unterstütze sehr, was da von Frau Rittmann gesagt hat und relativ wenig, was Sie gesagt haben, Frau Giese. Danke. Sehr gute, vielen Dank und sehr gute Überleitung. Wir haben jetzt nämlich live aus Brüssel zugeschaltet Jutta Paulus vom Europäischen Parlament, die, weiß nicht, ob Sie mich hören können. Wir haben das ja. Sehr gut. Wir haben ja das Thema den Emissionshandel hier kontrovers diskutiert. Sie haben gerade vielleicht den Redner gehört, der das eben sehr kritisch sieht, sagt, das bringt nichts. Wir hatten auch andere Stimmen hier, dass wir gesagt wurden, es kam viel zu spät, 25 Euro pro Tonne CO2 ist viel zu wenig. Also das Thema ist kontrovers. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und ja, ich übergebe an Sie. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Wir hatten ja überlegt, ob ich jetzt Englisch oder Deutsch spreche. Ich kann gerne auf Englisch reden oder auf Deutsch. Was ist Ihnen lieber? Ich glaube, Deutsch ist völlig in Ordnung.
Okay. Ja, mal ganz in Kürze. Also ich bin nicht aus Brüssel zugeschaltet, sondern tatsächlich aus Neustadt-Weinstraße aus dem Homeoffice, weil dank der Covid-Situation wir also auch angehalten werden, möglichst von zu Hause zu arbeiten, um eben die Kontakte zu minimieren und natürlich Brüssel-Hotspot nicht unbedingt jetzt auch noch in breiter Zahl aus aller Herren Länder in Europa zu besuchen und das Ganze dann wieder zurückzutragen, ist nicht so eine gute Idee. Genau. Um das mal ein bisschen in die Perspektive zu rücken, was da letzte Woche im Europäischen Parlament beschlossen worden ist, habe ich gedacht, ich erkläre mal kurz, wie die Gesetzgebung auf europäischer Ebene funktioniert. Wir bekommen einen Gesetzentwurf aus der Europäischen Kommission. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit einem Referentenentwurf aus einem Bundesministerium. Dieser Gesetzentwurf wird an das Europäische Parlament zur Stellungnahme und für Änderungsanträge zugeleitet und auch an den Rat der Mitgliedstaaten, also quasi vergleichbar Bundestag, Bundesrat. Im Parlament wird dann eine Person bestimmt, die der sogenannte Berichterstatter ist für diesen Gesetzentwurf, sprich die Person, die im Parlament die Verhandlungen führt, die Änderungsanträge verschiedener Fraktionen einarbeitet, Kompromisse findet und so weiter. Das war jetzt bei dem Gesetzentwurf zur Revision des MRV, also des Monitoring, Reporting, Verification of CO2 Emissions, also Berichten und Verifizieren der CO2-Emissionen der Seeschifffahrt, war ich das. Und die Kommission hatte hier einen Gesetzentwurf vorgelegt. Achso, Entschuldigung, ich muss noch fertig machen. Also Parlament findet seine Position, Rat der Mitgliedstaaten findet seine Position. Dann kommen die sogenannten Triloge, wo also Parlament, Rat und Kommission zusammensitzen, um eben zu dritt einen Kompromiss zu finden, der dann auch wieder eine Mehrheit im Parlament und im Rat benötigt, bevor er Gesetz werden kann. Die Kommission hatte jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt zur Angleichung dieser MRV-Verordnung, nach der eben alle großen Schiffe über 5000 Bruttoraumzahl ihre Emissionen melden müssen, wenn sie in Häfen der europäischen Wirtschaftszone einlaufen, um den anzugleichen an das Data Collection System der IMO, was die IMO ja nach dem MRV der EU vorgelegt hat, um da so ein bisschen die Parameter zu vereinheitlichen, damit es eben weniger bürokratischen Aufwand bedeutet. Und wir haben uns jetzt gedacht, also nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament, die mit an diesem Entwurf gearbeitet haben, zählen ist ja ganz schön, aber reduzieren wir eigentlich besser. Wir wissen ja jetzt dank des MRV, wie viel Emissionen tatsächlich von der Schifffahrt zu und von europäischen Häfen ausgestoßen werden. Und ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Wir haben da ein Jahr dran gearbeitet, natürlich dank Corona auch ein bisschen langsamer, als uns das ursprünglich vorgeschwebt hatte. Wir haben jetzt gesagt, als Reduktionsmaßnahme, primäre Reduktionsmaßnahme ist natürlich das 40% Effizienzziel bis 2030. Ich konnte mich, weil ich vorher in einem anderen Webinar war, nicht direkt zuschalten. Vielleicht ist es schon zur Sprache gekommen. 40% effizienter bedeutet 40% Reduktion der CO2-Emissionen per Transport Work, also pro Tonne transportierte Fracht und gefahrener Seemeile. Das ist von unserer Seite ein technologieoffenes Ziel. Das bedeutet, ein Schiff kann oder ein Schiffseigner oder ein Reeder kann sich sozusagen aussuchen, baue ich eine effizientere Maschine ein, mache ich was mit meiner Schiffshülle, setze ich Flettner-Rotoren drauf, setze ich Segel drauf oder fahre ich einfach langsamer. Ne? Also V-Quadrat, sprich 20% langsamer, so ungefähr 40% Spritersparnis und damit natürlich auch Emissionsersparnis. Das ist also das primäre Ziel. 40% bis 2030. Wir möchten uns natürlich auf diese wunderbaren, vorhandenen, geprüften, validierten Daten der MRV-Verordnung stützen und haben da gesagt, liebe Kommission, bitte legt Baselines fest anhand dieser MRV-Daten und zwar Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019. Damit haben wir sehr, sehr viele Daten. Für 2018 sind es knapp 11.000 Fahrten, die dort registriert wurden und da ist natürlich alles dabei. Deswegen braucht auch jede Schiffskategorie sozusagen eine eigene Baseline. Denn ein Containerschiff ist immer viel effizienter als jetzt beispielsweise ein Ro-Ro-Schiff, also wo halt Autos transportiert werden oder so, wo einfach viel mehr Luft drin ist. Sprich, deswegen muss für jede Schiffskategorie auch eine eigene Baseline festgelegt werden. Zweiter Punkt ist die Einbeziehung in den Emissionshandel, wo ich jetzt, ich sage es jetzt mal vorsichtig, sehr unterschiedliche Stimmen gehört habe. Ich finde, man kann es nicht vergleichen mit der Luftfahrt, weil wir bei der Luftfahrt ja
in mehrererlei Hinsicht eine verschiedene Situation haben. Wir haben bei der Luftfahrt das Problem, dass Abkommen zwischen den jeweiligen Staaten existieren müssen, damit ein Flugzeug überhaupt landen darf. Sprich, wenn die Lufthansa in New York landen möchte, muss sie sozusagen eine Erlaubnis bekommen seitens der USA. Das ist im Fall der Seeschifffahrt ja anders. Die Schiffe kommen sozusagen von der Hohen See, also nicht von irgendeinem Land oder so. Und damit sind sie der Gesetzgebung in den jeweiligen Hafenstädten und damit natürlich der Gesetzgebung der zugehörigen Staaten unterworfen. Das heißt, wir können als europäische Wirtschaftszone sehr wohl übergreifende Regelungen finden und laufen nicht Gefahr, in diese Erpressungssituation reinzugeraten, wie sie im Bereich der Luftfahrt dann erfolgt ist. Mir ist klar, wie, glaube ich, allen, die sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt haben, dass der EU-Emissionshandel im Bereich der Schifffahrt nicht das Instrument ist, mit dem wir die Emissionen weitreichend und wirksam reduzieren, einfach weil die Preiselastizität da gar nicht so gegeben ist. Sprich, ein CO2-Preis, der, ich sag jetzt mal, den Kohlekraftwerken oder in der Industrie schon richtig wehtut, ist bei der Schifffahrt überhaupt kein Problem, an den Verbraucher, die Verbraucherinnen, den Kunden sozusagen weiterzugeben. Wir hatten da Experten im Ausschuss, die uns vorgerechnet haben, wenn ein iPad von China nach Europa geschippert wird, dann wird bei den derzeitigen CO2-Preisen im Emissionshandel dieses iPad um 0,27 Cent, also nicht 0,27 Euro, sondern 0,27 Cent teurer. Das geht im Rauschen unter. Das ist überhaupt kein Problem, diese Kosten an die Verbraucher überzuwälzen oder an die Kunden überzuwälzen. Der Punkt ist aber, dass wir auf die Art und Weise Geld zusammenbekommen, was eben, und da muss ich jetzt leider widersprechen bei dem, was eben gerade gesagt wurde, dass eben nicht im Haushalt versickert und einfach weg ist, sondern was wir als Parlament vorschlagen, ist ja gerade 50% der Einnahmen in einen Ocean Fund zu stecken, sprich in einen Meeresfonds, aus dem zum einen Effizienzmaßnahmen finanziert werden, Forschung, Entwicklung ausrollen und zum anderen die Meeresschutzgebiete finanziert werden können. Das heißt, wir bekommen mit dieser Maßnahme, wo wir ungefähr bei 3,5 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr landen, 50% in den Fonds, sind wir also schon sehr, sehr viel besser als das, was die IMO vorschlägt mit ihrer freiwilligen Abgabe auf den Schwerölverbrauch. Das heißt, was wir damit vorschlagen, ist eine Maßnahme einzuführen, die zum einen mal so einen Anflug von Verursacherprinzip in diesen Sektor einführt, denn der war bisher wundersamerweise ausgenommen von jeglichen Verursacherprinzipien. Und zum anderen natürlich wirklich eine saubere Finanzierung schafft für Maßnahmen, die Effizienz im Sektor verbessern. Und was wir außerdem in diesem Parlamentsgesetzesentwurf drin haben, ist, dass wir ganz unbedingt die Registrierung der Emissionen, der Treibhausgasemissionen ausdehnen wollen, auch auf andere klimawirksame Gase. Und da ist natürlich insbesondere Methan mit angesprochen, wird auch explizit genannt, hatte auch die Unterstützung von allen Fraktionen aus dem einfachen Grund, dass wir sehen mehr und mehr LNG-Schiffe, die natürlich vom Schadstoffblickpunkt her, SOx, NOx und so weiter, erheblich besser sind als Schweröl, gar keine Frage, aber vom Klimastandpunkt her eben leider nicht. Weil Methan ein ungeheuer potentes Treibhausgas ist, es verbleibt zwar nur 12 Jahre in der Atmosphäre, aber ist als Molekül sehr, sehr viel potenter. Das heißt, wenn man jetzt die IPCC-Berichte sich mal aufmerksam anguckt, was steht denn da drin zum Thema Methan, dann bekomme ich meistens genannt, ja, das ist zwar 25 Mal so wirksam, aber es hält ja auch nur 12 Jahre. Ja, aber diese 25-fache Wirksamkeit, die wird dadurch berechnet, dass man sich die Wirkung über 100 Jahre anschaut. Sprich, über 12 Jahre ist es extrem schädlich und die restlichen 88 Jahre ist es dann CO2. Das heißt, da hat es einen Treibhausgasfaktor von 1. Und wenn man jetzt den IPCC-Bericht aufschlägt und guckt, wie ist denn die Wirkung über 20 Jahre, dann steht da die beeindruckende Zahl von 87. Und wenn Sie jetzt über 10 Jahre gucken würden, stünde da 150. Sprich, die Treibhausgaswirksamkeit ist insbesondere über kurze Zeiträume gesehen enorm. Und wir wissen von Untersuchungen der IMO selber, dass die Methanemissionen von Schiffen in den letzten Jahren um 150% angestiegen sind. Das heißt, LNG ist etwas, was uns mindestens auf kurze Sicht das Problem eher noch verstärkt als
verbessert, zumal bei der Produktion von LNG wir ja nicht nur die Emissionen auf dem Schiff selber haben, sondern wir haben den Energieverlust, um das Ganze überhaupt erst zu verflüssigen und so weiter und so fort. Und wir haben die Emissionen, die eben am Bohrloch, an der Quelle, an den Pipelines und so weiter stattfinden. Und ich fürchte, wenn man da mal eine saubere Gegenrechnung aufmacht, wie viel CO2 spare ich tatsächlich ein, dann landen wir bei wesentlich weniger als den 20%, die vorhin genannt worden sind. Deswegen ist mein Ansatz, bitte nicht von einem fossilen Brennstoff auf den nächsten fossilen Brennstoff umsteigen. Und was das Biogas angeht, also wenn ich mir angucke, jeder Sektor sagt, oh, we'll just have biofuels and everything will be fine. Die Biotreibstoffe werden nicht in diesen enormen Mengen, die da gerade diskutiert werden, zur Verfügung stehen, jedenfalls nicht auf nachhaltige Art. Aus meiner Sicht müssen wir auf synthetische Brennstoffe setzen, ob das dann am Ende des Tages flüssiger Wasserstoff sein wird, ob das Methanol sein wird, ob das Ammoniak sein wird. An allen diesen Optionen wird geforscht. Aber das ist das, was wir letztlich machen können. Zusätzlich natürlich zur direkten Nutzung von erneuerbaren Energien. Liebe Frau Paulus, darf ich Sie einmal kurz unterbrechen, bitte? Vielen Dank erstmal für das Feedback hier direkt zum Panel. Ich würde kurz einmal gerne weitergeben an Dirk Lehmann, vielleicht auch mit der Frage, wenn wir diesen Ocean Fonds haben, der dann ja sehr gut ausgestattet sein wird mit mehreren Milliarden Euro, was sind denn dann, was würde oder was sollte so ein Ocean Fonds denn als erstes machen mit dem ganzen Geld? Das sage ich Ihnen dann, wenn er zur Verfügung steht. Also es stehen zurzeit eine Menge Bundesmittel zur Verfügung, die man nutzen kann. Es ist sehr schwer, an EU-Geld zu kommen. Das sage ich jetzt als jemand, als Repräsentant der Sea Europe, des Europäischen Schiffbau- und Werftenverbandes. Es ist sehr schwer, an diese Gelder zu kommen. Nehmen wir mal Norwegen mit dem NOx-Fonds. Das ist sehr schnell, sehr pragmatisch. Den haben die eingeführt vor, ich glaube, 5 Jahren. Dort bekommt man sehr schnell Fördermittel. Ich zweifle, dass die EU das schafft. Aber es wäre schön, wenn die EU, wenn Frau Paulus erstmal hilft, die Binnenschiffe sauber zu machen. Da hätten wir ganz gerne Fördermittel. Sie wissen das, VSM hat es angeregt. Tolle Sache. Aber nochmal zum Methan. LNG-Schiffe blasen kein Methan in die Luft. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben. LNG-Schiffe verbrennen Methan. LNG-Schiffe verbrennen Methan. Nämlich Erdgas, und LNG-Schiffe haben dadurch wesentlich weniger CO2-Ausstoß. Sie lösen die gesamten anderen Schadstoffproblematiken, die sie leider bisher mit Diesel, Schweröl und sonstigem Dreck nicht lösen. Ganz im Gegenteil, sie blasen es weiter raus. LNG ist die Brücke, die wir brauchen, um die Schifffahrt sauber zu machen, und die bitte ich nicht zu verteufeln. Sie machen einen großen Fehler, wenn Sie der großen Seeschifffahrt das LNG nehmen. Und Sie haben mit dem LKW gerade angefangen in Europa, indem halt die LNG-LKW gerade verbannt werden. Ich verstehe euch überhaupt nicht. Wir lösen hier einen fossilen Brennstoff ab, nämlich Diesel, Schweröl etc., die hochgiftig sind. Und dazu ist LNG die Lösung, das wirtschaftlich zu tun. Diese Schiffe haben natürlich einen Methanschlupf, da bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Der ist aber bei ungefähr 1 bis 0,8%. Da bewegt er sich wirklich. Messen Sie es mal. Ich lade Sie ein auf meine LNG-Barge hier in Hamburg. Wir messen das täglich. Ich lade Sie ein, machen Sie es. Kommen Sie mal an Bord. Gehen Sie bei CMA, CGM an Bord des neuen LNG-Schiffes, messen Sie dort. Und zwar realistisch. Und dann werden Sie sehen, wie gering der Methanausstoß ist. Und vergleichen Sie es bitte im selben Moment mit dem gleichen Schiff, das heute mit Diesel oder Schweröl fällt. Und dann kommen wir weiter. Wir brauchen die Brücke technisch, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Und natürlich lösen wir das Methan dann ab durch synthetisch erzeugtes Methan, durch Wasserstoffbeisetzung und später durch Wasserstoff oder andere Mittel oder Ammoniak. Auch das ist möglich. Aber bitte verteufeln Sie uns nicht das mit das LNG, weil dann kommen wir nicht weiter. Das sage ich Ihnen ganz klar als Techniker. Gut, kontroverse Diskussion, und wir haben sie nicht ganz zu Ende geführt. Trotzdem müssen wir jetzt leider Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jutta Paulus und dem gesamten Panel hier für die sehr interessante Diskussion.